mit den Bauern. Und wer angekommen ist, der bekommt ja auch mal Post. Bestes Argument, selbst im E-Mail-Zeitalter mal wieder eine Karte zu schreiben, das ist Katinkas selbst entworfener Briefkasten. Die Postbotin hat mich drauf gebracht, weil vorne ist auch schon einer, aber der ist mittlerweile nicht mehr, den finde ich ja nicht mehr so schön. Und zwar folgendes, man macht den Schnabel auf, da ist hier ein Korb drin, wo man die Post reintun kann. Und anschließend kann sie dann den Fisch raushängen und ich weiß, dass die Post da war. Okay, okay.